Der Weltmeister im Slalom Björn Dunkerbeck will sich seinen 42. Titel holen. Der niederländische Surfstar kam am Dienstag allerdings nicht richtig in Schwung und schied im ersten Wertungslauf aus. Bei der zweiten Wettfahrt erreichte Dunkerbeck das Finale. Ein Mastbruch zwang ihn dann allerdings zum Abbruch. Er wurde Achter. Sein großer Konkurrent Antoine Albot gewann die ersten zwei Wettfahrten. Seine Chancen auf den Weltmeistertitel hat sich Björn Dunkerbeck bewahrt. Im Slalom ist das, wie auch in der Welle und im Freestyle, letzte Event. Das ist unser 6. Slalom-Weltcup dieses Jahr. Ich liege ganz knapp vor Antoine Albot. Natürlich versuche ich, einen Sieg reinzufahren auf Sylt, weil es einer meiner Lieblings-Events ist. Den Zuschauer ist dieses Jahr mal immer West und Südwest angesagt. Mindestens bis Donnerstag, Freitag, eigentlich jeden Tag Wind. Und das kommt unser Surfer natürlich sehr, sehr entgegen. Je nach Tag ist eine oder andere Disziplin angesagt, bei mehr Wind Welle, bei Medium Wind Freestyle, bei etwas weniger Wind am Slalom. Aber ich denke mal, dass hier reichlich geboten ist. Bis zum 7. Oktober sind wir hier, jeden Tag mit reichlicher Abwechslung.